Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdata min lisani yefkahu kavli. In der Scharia finden wir keine Anzahl, die darauf hindeutet, wie oft das Ehepaar miteinander verkehren soll. Und dies ist von der Weisheit Allahs, des Erhabenen. Denn dies hängt tatsächlich vom persönlichen Verlangen ab und den individuellen Präferenzen. Nichtsdestotrotz ist dies ein Recht, das der Frau zusteht. Denn wir finden im Hadith bei Al-Bukhari folgendes. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, bekam mit, dass Abdullah ibn Amr die Tage fastet und die Nächte betet. Dann sagte er zu ihm, O Abdullah, wurde ich nicht informiert, dass du die Tage fastest und in der Nacht stehst, also im Gebet? Dann sagte er, ja, O Gesandter Allahs. Er sagte, tu das nicht, faste und breche dein Fasten. Stehe im Gebet auf und schlafe. Dein Körper hat ein Recht dir gegenüber, deine Augen haben Rechte dir gegenüber und deine Frau hat Rechte dir gegenüber. In der Erklärung zu diesem Hadith heißt es in Bezug auf die Aussage, und deine Frau hat Rechte dir gegenüber, der Ehemann soll sich nicht in seinem Gottesdienst so sehr erschöpfen, dass er zu schwach wird, um ihr das Recht auf Geschlechtsverkehr zu geben, oder er zu schwach wird für das Verdienen des Lebensunterhaltes. Denn das sind zwei sehr essentielle Sachen. Dem einen geht es darum, den Lebensunterhalt zu verdienen, und dem anderen geht es darum, die Ehe aufrechtzuerhalten. Und das ist eines der wichtigen Sachen in einer Ehe. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah sagte über die Anzahl, dass der Ehemann so oft, also ihrem Recht, nachkommen muss, dass es sie zufriedenstellt, solange es den Ehemann nicht physisch erschöpft oder es ihm vom Verdienen des Lebensunterhaltes abhält. Und im Islam gibt es etwas, das nennt sich Maqasid al-Sharia. Und diese Maqasid, die verfolgen ein Ziel. Es sind unter anderem die fünf, das Bewahren der Religion, das Bewahren der Seele, das Bewahren des Verstandes, das Bewahren von An-Nasl oder Hifdul Ird. Und das ist der Punkt, um den es geht. Und fünftens Hifdul Mal, also das Bewahren des Vermögens. Der vierte Punkt, Hifdul Nasl oder Hifdul Ird, ist ebenfalls von den Darurat, von den essentiellen Notwendigkeiten. Und der Islam hat Wege, um diese Sachen zu schützen. Beispielsweise, wenn wir von Hifdul Aql sprechen, das Bewahren des Verstandes, so verbietet Allah das Trinken von Alkohol. Warum? Weil das Trinken von Alkohol den Verstand benebelt. Und der Islam verfolgt das Ziel, den Verstand zu bewahren. Genauso bei Hifdul Nasl oder Hifdul Ird hat der Islam Wege, um diese zu schützen. Einer dieser Wege ist die Heirat. Ein weiterer Weg, Tahrimul Qadh. Und wer nicht weiß, was damit gemeint ist, der findet ein Video, um mehr darüber zu erfahren. Ein dritter Weg ist, die Blicke zu senken. Und viertens, das Verbot von Azina. Die Scharia verfolgt also das Ziel, die Frau vor Unmoralitäten dadurch zu schützen. Nicht nur die Frau, auch der Mann im Allgemeinen. Es wird also all das, was zu üblen Schandtaten und zu Verdorbenheit führt, eine Grenze gesetzt, noch bevor es dazu kommen kann. Wie beispielsweise im Koran, La taqrabu zina, kommt der Unzucht nicht nahe. Allah sagt nicht, dass man an sich keine Unzucht begehen soll, also illegalen Geschlechtsverkehr, sondern in anderen Worten, die Wege, die dahin führen, sind schon verboten. Wie beispielsweise alleine mit einer fremden Frau in einem Raum sein oder die Frau berühren, ja, die nicht dein Mahram ist und so weiter. Und genau weil der Islam auf diese Sachen so viel Wert legt, damit er die Keuschheit der Gesellschaft bewahrt und die Rechtschaffenheit bewahrt und es nicht zu Unmoralitäten kommt, wie es heute in Deutschland und in eigentlich den meisten Ländern der Welt der Fall ist, leider. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, dass die Frau sowohl ein Recht auf diese Sachen hat, als auch der Mann. Und deswegen legt der Islam so viel Wert darauf, dass diesem Recht nachgekommen wird, damit es nicht zu solchen Unmoralitäten kommt, wie es heutzutage in diesem Land vor allem und in dutzenden anderen Ländern verbreitet ist. Aber wenn es um die Zahl geht, wie beispielsweise einmal in der Woche, einmal im Monat, so haben wir nichts Spezielles, wo der Prophet beispielsweise sagt, Allahs Segen und Frieden auf ihm, man muss mindestens einmal im Monat oder einmal in der Woche, sondern das Ganze ist individuell abhängig. Und hier sollte das Ehepaar auch offen miteinander sprechen, wenn er oder sie in dieser Hinsicht zu kurz kommt. Und man sollte offen über solche Sachen sprechen können, denn meistens ist einfach nur ein offenes Sprechen
die Lösung für viele Probleme. Was ist also, wenn der Mann beispielsweise auf einer langen Reise ist oder in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land für eine gewisse Zeit? Hier gibt es ein Ereignis, das sich zur Zeit von Umar zugetragen hat. Und zwar klagte eine Frau in ihrem Haus darüber, dass sie das Bedürfnis verspürte und Umar, Allahs Wohlgefallen auf ihm, hörte dies von außerhalb des Hauses. Dann stellte sich heraus, dass ihr Mann mit den Soldaten auf den Kriegszügen war und er fragte dann seine Tochter Hafsa, wie lange es eine gewöhnliche Frau ohne ihren Mann aushält. Und sie sagte 4 Monate und sie war eine der Frauen des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm. Dann setzte Umar die Grenze von 4 Monaten fest, sodass jeder Soldat maximal 4 Monate von seiner Familie getrennt wird. Und hierin sehen wir auch Umars Weitsicht. Und das ist ein guter Maßstab, den Umar gesetzt hat, damit beide nicht zu lange voneinander getrennt sind. Aber wenn es um eine spezielle Zahl geht, in einem speziellen Zeitraum, so gibt es nicht. Man sollte es am besten individuell anpassen auf beide. Sowohl auf den Mann als auch auf die Frau. Und das Wichtigste in dieser Sache ist, dass man offen miteinander redet, weil viele kommen in dieser Hinsicht zu kurz und sprechen nicht darüber. Und das ist ein Fehler. Man sollte über solche Sachen sprechen können und offen zueinander sein. Diese Probleme haben vielleicht Millionen von Ehepaaren. Und das ist also nicht so, wofür man sich schämen sollte, sondern man sollte offen miteinander reden, offen miteinander sprechen. Und das ist die Ehe. Eine Ehe ist, dass du offen mit deinem Ehepartner über alles sprechen kannst. Möge Allah uns Weisheit und Verständnis geben in der Religion. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.